Hallo und herzlich willkommen an diesem 4. Januar. Mein Thema heute ist: Gib niemals auf. Du hast jederzeit die Möglichkeit, neu anzufangen, egal womit. Sei es, du wolltest eigentlich wieder regelmäßiger Sport machen, dann ist das so hinten übergefallen. Ja, aber du kannst jederzeit wieder neu anfangen. Wenn du das bemerkst, sagst du heute: Okay, ich fange halt heute wieder dafür an. Also verurteile dich nicht dafür, dass du es mal aufgegeben hast. Fang halt einfach wieder neu an. Du kannst jeden Morgen die Entscheidung treffen, was möchtest du heute aus deinem Tag machen? Möchtest du ihn positiv gestalten? Oder möchtest du aufgeben? Und wir wollen nicht aufgeben, wir wollen weitermachen. Und jeden Morgen hast du diese Entscheidung, die du treffen kannst. Überleg dir auch immer, wenn du kurz davor bist, eventuell aufzugeben, wofür tust du das? Für wen tust du das? Tust du das für deine wundervollen Kinder? Dann denk ganz intensiv an deine wundervollen Kinder und du wirst nicht aufgeben. Dann lerne aus Fehlern und Niederlagen. Sie sind dazu da, dass wir daraus lernen. Sie sind nicht dazu da, um uns runterzudrücken, um uns klein zu machen, um uns etwas zu zeigen, um uns klein zu halten. Fehler und Niederlagen sind dafür da, dass wir daraus lernen. Etwas über uns, etwas über die Welt. Vielleicht haben wir auch einfach manchmal den falschen Weg gewählt und müssen nochmal an den Ausgangspunkt zurück und schauen, welchen anderen Weg vielleicht besser gehen sollten. Also sehe das nicht als was Negatives, sondern versuche aus allem was Positives zu ziehen und aus jedem Fehler und aus jeder Niederlage etwas zu lernen, eine Erkenntnis zu ziehen. Ich weiß, das ist manchmal unglaublich hart. Aber im Endeffekt ist es das Einzige, was dir hilft, um weiterzumachen, um niemals aufzugeben. Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung ist nicht immer ein Spaß. Aber der Weg ist das Ziel. Und es wird dich so unglaublich weiterbringen, umso tiefer du graben musst, umso mehr du Scheiße, die dir passiert ist, ins Positive umwandeln kannst, umso mehr wirst du wachsen, umso eine großartigere Person wirst du werden und dann wirst du niemals mehr aufgeben, weil dich einfach Niederlagen nicht mehr runterziehen können. Wenn du vielleicht heute hier bist und eine Niederlage dich so weit runterpinken kann, bist du irgendwann hier und eine Niederlage kann dich nur noch bis hier bringen. Das ist, glaube ich, etwas sehr Motivierendes. Also versuch, nicht in die Opferrolle zu fallen, dich nicht selbst zu bemitleiden, sondern sei die starke Mama, die du bist. Denk immer daran, was du geschaffen hast in deinem Leben. Ein Wunder ist in deinem Körper entstanden. Ein neues Leben ist in deinem Körper herangewachsen. Und nutz das immer wieder, um dir daraus Kraft zu holen, um niemals aufzugeben. Ich hoffe, das heutige Video hat dir wieder gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann.